Die Zahlungsbilanz besteht zunächst mal, schauen Sie, Strukturzahl 4, aus vier Unterbilanzen, die dann wiederum noch einmal unterstrukturiert werden. Diese vier Unterbilanzen heißen Leistungsbilanz, Kapitalbilanz, Devisenbilanz und ein Restposten. Und hier haben wir sozusagen den nächsten Unterschied zur Bilanz des Unternehmens. Wenn die Buchhaltung des Unternehmens nicht stimmt, kriegt der Buchhalter kein Frei. Der muss so lange da arbeiten, bis das ganze Ding stimmt, weil die klassische doppelte Buchführung immer aufgeht. Wenn richtig gebucht wurde, geht das immer auf. Hier, volkswirtschaftlich, aus der Vogelperspektive betrachtet, geht das nie auf. Weil es immer irgendwelche Leute gibt, die Geld im Koffer von A nach B tragen. Immer irgendwelche Geschäfte, die hier ordnungsgemäß verbucht werden. Immer irgendwelche Drogen, Prostitution und solche Geschichten. Immer irgendein Schmuggel, irgendwas. Ich weiß nicht, ob wir das je wegkriegen, aber auf jeden Fall im Moment gibt es das und zwar nicht unerheblich. Das heißt, damit das Ding stimmt, eine Bilanz bedeutet ja vage. Na, vage heißt das Wort Bilanz. Damit wir also eine Waage haben und nicht irgendwie so ein Ungleichgewicht, ist der Restposten dazu da, das Ganze zum Ausgleich zu bringen. Ja? Das ist also der Unterschied. Ja? Der Buchhalter eines Unternehmens, der darf nicht sagen, auch weißt du, wenn das nicht stimmt, ich habe da so einen Restposten. Das ist also nicht so gut, aber volkswirtschaftlich haben wir hier keine andere Chance. Das ist der Sinn des Restpostens. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.